So, moin moin, die journalistischen Aufarbeitungen überschlagen sich, nachdem der YouTube-Kanal von Funk offen und ehrlich ein Video über die YouTuber Rezo und Julian Bam gemacht haben, hat nun Rezo selbst ein Antwortvideo veröffentlicht, in welchem er die Recherchearbeit von offen und ehrlich kritisiert hat oder bemängelt hat. Die Aufarbeitung der journalistischen Arbeitsweise von offen und ehrlich hat nun in seiner Folge dazu geführt, dass sich nun auch Funk selber, der Kanal gehört zu Funk, dass sich Funk selber nun auch zu Wort gemeldet hat und alles prüfen möchte. Das Video von Rezo ist nur wenige Stunden alt. Es heißt, wie Funk recherchiert. Ein Blick hinter die Kulissen. Hierbei geht es eben um das Video Die Zerstörung von Rezo und Julian Bam. In Klammern, naja, fast. Antwort von Rezo. Ein Kernpunkt der Kritik ist, dass offen und ehrlich bereits im Vorfeld ihrer Recherche und bereits bevor sie überhaupt die Reaktion von Rezo haben sehen können, also die Fragen beantwortet bekommen hatten von Rezo, schon ein Fazit ihrer gesamten Recherche festgelegt haben sollen. Diesen Beitrag kann man dadurch als überaus fragwürdig einordnen. Offen und ehrlich hat nun selber darauf auch reagiert. Sie haben geschrieben, hey Leute, wir haben uns Rezos Video natürlich angeschaut und nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Wir arbeiten das auf und werden ein Antwortvideo produzieren. Rezo hat uns leider keine Möglichkeit gegeben, auf seine Vorwürfe zu reagieren. Das wollen und müssen wir aber tun. Deshalb werden wir eine Antwort formulieren und sie auf diesem Kanal veröffentlichen. Was allerdings außergewöhnlich ist, Funk hat sich in dem Kommentarbereich von Rezos Video auch zu Wort gemeldet und hat dazu Folgendes geschrieben. Hey Rezo, danke für deine Kritik. Wir prüfen die Vorwürfe mit offen und ehrlich und melden uns dann nochmal. Gib uns ein bisschen Zeit. Die Kritik aus den Reihen der eigenen Zuschauer von offen und ehrlich nimmt ebenso wenig ab. So schreiben einige, dass sie sehr gerne die Videos von offen und ehrlich geschaut haben, aber nun sich selber auch fragen, ob die auch bei den anderen Videos ähnlich schlecht recherchiert haben. Beziehungsweise, dass die Recherchetechnik genau die gleiche gewesen ist. Ein weiterer Kritikpunkt war auch die Interviewführung. Man konnte sehen in der Aufzeichnung, als eine Firma interviewt wurde, dass offen und ehrlich nicht wirklich viele Fakten bei sich hatte, sondern eher nach dem Bauchgefühl heraus die Interviewfragen gestellt hatte, Dinge erzählt hatte, die einfach nicht den Tatsachen entsprechen. Das sieht man ziemlich gut in diesem Clip. So ein Vitamin D-Mangel kann man ja eigentlich, wenn man wenn man so einen normal funktionierenden Körper hat, einen normal gesunden Körper hat, kann man den ja eigentlich auch ohne Präparate ausgleichen. Also eigentlich ist Vitamin D-Mangel ja in erster Linie, weil man zu wenig draußen ist. Zumindest meines Wissens nach reicht es eigentlich, ein Stück Haut, das in etwa so groß ist wie die Handfläche, genügend lange Zeit am Tag draußen zu halten. Neben diesen Ausführungen wurde in dem Video von offen und ehrlich gesagt, dass Julian Bam nicht bereit gewesen wäre für ein Statement, dass Julian Bam sie geghostet hätte. Die Wahrheit sieht offenkundig auch anders aus. Laut Rezo hätte es einfach keine Fragen gegeben, die Julian Bam explizit betroffen hätten, sondern es seien alle Fragen im Wesentlichen an Rezo gerichtet gewesen. Die Wirkung von dem Video von offen und ehrlich ist jedenfalls fatal. Dieses Video wirkt inzwischen so anhand des Antwortvideos von Rezo, dass es hier bei dem Video sich um ein irreführendes Video handelt, wo es im Wesentlichen darum geht, die Firmen, mit der Rezo zusammenarbeitet, in ein schlechtes Licht zu drücken. Und vielleicht auch Rezo und Julian Bam selber ebenso. Hier kann man exemplarisch die Firma Displayed nennen, wo von offen und ehrlich der Firma Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Die Wahrheit ist jedoch auch hier wieder komplexer. Bei Displayed handelt es sich auch um eine user-generierte Plattform, beziehungsweise um eine Plattform, wo User quasi selber Bilder einreichen können und diese Bilder werden dann entsprechend bedruckt und weiterverkauft. Alle Plattformen, die in irgendeiner Art und Weise user-generated sind, jede Plattform hat ein Problem mit Urheberrechtsverletzungen, egal ob das YouTube ist, Twitch ist oder Facebook, Twitter oder was auch immer. Jede Plattform hat eben dieses Problem. Und was wird gemacht? Das macht YouTube, Twitch, Twitter auch nicht anders, Facebook meinetwegen, als Displayed. Die löschen, sobald herauskommt, dass es sich hierbei um eine Urheberrechtsverletzung handelt, sobald das rauskommt, löscht eben diese Plattform entsprechendes Material. Und gegebenenfalls werden auch noch rechtliche Schritte eingeleitet. Jetzt bleibt allerdings abzuwarten, ob es Konsequenzen von Seiten von Funk gibt, weil offen und ehrlich gehört zu Funk und ob es jetzt da eine starke Veränderung geben soll. Auf der anderen Seite möchte offen und ehrlich selber auch noch ein Antwortvideo veröffentlichen. Und naja, jetzt gerade hat es jedenfalls den Anschein, dass der Kanal offen und ehrlich vielleicht gar nicht so offen und ehrlich gewesen ist.
wie sie selber sich nennen. Mal für eine ganz offen und ehrliche Transparenz wäre es vielleicht auch in Form des Antwortvideos von Offen und Ehrlich angebracht, mal komplett den O-Ton mal zu zeigen, wie diese Recherche überhaupt stattgefunden hat, wie eben auch die Firmen interviewt wurden. Das wäre mal sehr interessant, wie da dieses Frage-Antwort-Duell verlaufen ist. Und dann kann man sich davon sicherlich ein Bild machen, wie professionell oder vielleicht auch unprofessionell Offen und Ehrlich hier agiert hat. So viel jedenfalls hiervon und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!